Grüß euch. Heute möchte ich ein bisschen in die Mysterien des Wurfzelts Auf- und Abbau einführen und mitnehmen. Es sind ein paar geile Features dabei, nämlich zum Beispiel, man kann es tragen wie ein Rucksack. Das heißt, du hast die Hände frei für die wirklich wichtigen Dinge, die du auf einem Festival brauchst. Ist eh klar. Man kann damit ein Moped fahren, man muss nur aufpassen, dass man langsamer fährt, bevor man in den Flugmodus kommt, weil die Aerodynamik wird ein bisschen verändert mit dem Drum am Rücken. Und jetzt zeige ich euch, wie man es aufstellt. Das ist die Schiene. Man hat das gleich bereit. Und das Aufstellen sollte man nicht machen, wenn der Wind geht. Der Vorteil ist, wenn es jetzt regnet, kann ich mich schon reinsitzen. Natürlich sind da Heringe mit dabei. Die sind da oben drinnen. Und die sind auch ganz wichtig. Auch ein Wurfzelt muss ich am Boden befestigen. Wenn da vorne der Wind reinfährt, ist es weg, wenn nichts drinnen liegt. Aber man hat es gleich aufgestellt. Und jetzt kommen wir das, wo die meisten irgendwie dran scheitern, das ist dann das Zusammenbauen. Und da gibt es ein paar ganz gute Tipps. Einer ist einmal, den Eingang komplett aufmachen, damit die Luft rauskommt. Dann nehme ich das Wurfzelt, so wie es ist. Klappt die zwei Bogen in der Mitte zusammen. Nimm den letzten Bogen hinten, den nehme ich auch daher. Deshalb haben wir vorhin offen lassen, damit die Luft rauskommt. Und jetzt nehme ich das vordere. Und jetzt habe ich eine Sporttasche. Bis daher ist relativ simpel und das machen die meisten auch richtig. Der nächste Trick ist, ich stöße so auf, ich schaue, dass die Gummischlaufen zum Zusammenhänger da unten liegt. Dann nehme ich das obere Ende mit der Hand und jetzt, das ist der Fehler, den die meisten machen. Die meisten biegen es bis daher und dann wurscht uns ein Zweifel drauf und wir dumm und das wird nichts. Das wird nicht mehr so groß, dass es zu einer geht. Das ist richtig, aber nicht nach vorne, sondern nach hinten. Dann rolle ich das nach vor und jetzt habe ich da zwei Ringe. So einen Ring und auf der anderen Seite den gleichen Ring. Und die beiden Ringe schiebe ich jetzt ineinander. Einen herlegen, einen zurücklegen. Jetzt haben wir schon wieder die Größe, die Verpackung hat. Und dadurch, dass wir die Schlaufen vorne haben, kann ich die jetzt einfach drüber ziehen. Und jetzt passt das auch wieder alles in die Verpackung hin. Voilà, fertig.